In diesem Video zeige ich dir, wie du einen verschiebbaren Knoten machen kannst. Diesen Knoten kannst du zum Beispiel für Freundschaftsbänder machen, um sie an- und ausziehen zu können. Für dieses Armband möchte ich einen verschiebbaren Knoten machen. Auf einer Seite des Armbands mache ich einen Knoten mit den Fadenenden. Bis zu diesem Knoten soll das Freundschaftsband aufgeschoben werden können. Auf der anderen Seite knüpfe ich nun den verschiebbaren Knoten. Diesen Knoten möchte ich möglichst ohne Abstand zum Armband machen. Zuerst lege ich die Fadenenden über die anderen Enden. Dabei entsteht ein großes A. Dann gehe ich mit den Fadenenden von unten in das A hinein. Jetzt mache ich mit den Fadenenden über den oberen Faden einen ganz normalen Knoten. Bevor ich diesen Knoten aber anziehe, mache ich nochmals denselben Knoten an derselben Stelle. Nun ziehe ich diese beiden Knoten an. Der Schiebeknoten ist nun schon fertig und ich kann ihn hin und her schieben. Zuletzt schneide ich noch die überschüssigen Fäden ab. Das Freundschaftsband kann ich nun an meinem Handgelenk befestigen.